Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zu Magic Arena und dem leicht verbesserten Drachendeck. Nur zwei Länder. Wagen wir aber. Weil wir haben dann das Prisma, wo wir spielen können, um eine Karte zu ziehen. Wir können auch hier schon mal eine Kreatur, wenn es ist, vernichten. Walddeck. Okay. Haben wir zumindest eine Kreatur, die wir spielen können, aber immer noch kein Mana. Schlecht. Gleich. Ah, jetzt haben wir eins gezogen. Dann spielen wir, bevor wir ihn spielen, lieber ihn hier. Dann müssen wir gleich das nächste Mana holen können. Ja, ein Gebirge wollen wir haben. Jetzt mittlerweile schon 5 Volt Mana spielen. Wir sind gerade mal jetzt hier bei 4. Deswegen werden wir jetzt einmal hier einen Drachenreiter spielen. Einen hier zerstören. Dachte mir schon. Gut, wir machen das jetzt so. Wir spielen jetzt mal nichts. Greifen mit ihm hier an. Und wenn er das macht, zerstört man dann mit dem Feuerspucken. Er macht es nicht. Das ist schade. Dann machen wir es anders. Dann spielen wir den Drachen. Er muss entweder eine Kreatur zerstören oder nimmt 5 Schadenspunkte auf sich. Die 5 Schaden. Okay, jetzt habe ich hier 2 fliegende Kreaturen. Und wir sind hier leicht im Vorteil. Ich blocke nicht, weil der hat genauso spontan Zauber wie mir auch. Okay, scheiße. Hätte ich beinahe gesagt. Genau so und sowas habe ich gedacht. Okay. Einen anderen Goblin hätte ich jetzt lieber gesehen. Wir haben jetzt hier 5 Mana. 5 Mana. Hier bräuchte man 8 Mana. 5, 6 Mana haben wir jetzt aktuell. Hier haben wir 5 Mana. Zerstören den jetzt mal und den holen wir uns dann hier im nächsten Zug wieder.
Wäre schön, wenn wir jetzt noch ein Land ziehen würden. Oder noch besser einen unserer Planewalkers. Okay, Elfenspeer. Wir können nochmal Feuer spucken. Bringt uns jetzt nicht so viel. Jetzt haben wir aber zweimal Feuerspucken auf der Hand. Gut. Somit werden wir ihm jetzt theoretisch mal los im nächsten Zug. Er ist jetzt fliegend. Können wir eigentlich angreifen. Aber wir werden ihn nicht los. Wir bauen erst noch einen Mana. Verdammt. Wir haben zu wenig Mana. Wir haben zu wenig Mana. Ich block ihn nochmal. Nee, ich block ihn nicht. Ich lasse ihn jetzt einmal durch. Okay, jetzt haben wir unser Gebirge. Hat er jetzt hier noch gespielt? So. Ah, okay, scheiße. Jetzt hat er es wieder auf die Hand bekommen. Und wir werden nur mit ihm angreifen. Ja. Let us fight! Might demands power! Wir hätten jetzt noch 5. Aber damit machen wir jetzt nichts. Kämpfen aber und greifen mit ihm hier an. Jetzt haben wir 6, jetzt kriegen wir dann 8 Mana. Und somit können wir ihn hier zweimal beschwören. Knabbern es dann. Ah, okay. Jetzt wird es so gemacht. Bin ich gespannt, was ich hier noch für Zaubersprüche. Das ist nicht gut. I will call the dragons. Ja.
müssen jetzt alles zum Blocken da lassen. Okay, dann einmal so. Einmal so. Und einmal so. Ich hoffe, er hat jetzt nicht noch irgendeinen Zauber auf der Hand, der ist ins Zimmer im Arsch. Macht jetzt nur den Stärken. Oh, das ach, wir leben doch noch. Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Look to the skies. Ja, das war's für uns. Schade. Ja, das ist das Problem. Wenn wir einen Planeswalker nicht gleich am Anfang haben, er ist ein bisschen zu spät gekommen. Aber gut, wir versuchen es gleich nochmal. Bis gleich, euer Dr. Wü. So, da sind wir wieder mit unserem Drachendeck und ihr seht, wir brauchen den Mulligan. Oh nein, zweimal Feuer spucken. Wäre ideal für den Start, auch ein paar Drachen, aber zu wenig Länder. Jetzt haben wir genügend Länder. Eigentlich zu viel, aber gut. Ja, das brauchen wir mal oben, dass wir eine weitere Karte ziehen können. Obwohl es eigentlich total doof ist. Dieses Artefakt muss noch raus. Das macht keinen Sinn. Macht schon Sinn, aber nur wenn ich die wichtigen Karten auf der Hand habe und nee. Da muss ich irgendwas anderes finden. Schatzkarte eventuell. Die Schatzkarte habe ich gleich sogar schon verbaut und eine zusätzliche. Okay, der spielt stark mit Verbesserungen. Ich muss gerade echt mal überlegen. Ich hoffe, dass er mich blockt. Ich glaube es zwar nicht. Versuch was wert. Ja, du hast ja eh keine Marken, also von dem her. Jetzt ziehe ich ein Gebirge nach dem anderen. Das ist doch echt unglaublich. Mmh.
Der Start läuft nicht gut. Der Start läuft gar nicht gut. Okay, erzeugt jetzt hier zwei Energie. Planeswalker. Aber zuerst spielen wir Kreatur. Dass wir uns hier ein bisschen verteidigen können. Okay, er hat zum Glück kein Spontanzauber oder irgend sowas. Ja, was hast du denn jetzt vor? Okay, er sitzt gar nicht am PC scheinbar. Jetzt ist sie wieder da. Oh, okay. Shit. Oh nein. Jetzt bekommen wir 1000 Länder. Also, wie im echten Leben. Also, ohne Scheiß, das ist furchtbar. Das, so viel Pech kann man einfach dann haben, gell? Die erste Hand nur da, nur Zauber und keine Länder und dann ziehst du nur noch Länder.
Okay. Jetzt haben wir unseren unsterblichen Goblin. Wie ich finde, eine saucoole Karte. Immer wieder beschwören. Und jetzt schaut es doch noch gut aus für uns. Okay. Das war jetzt auch ein Fehler, was er gemacht hat, weil jetzt... Naja gut, der kann mich ja dafür opfern. Okay, dann nimmt man den nächsten kleinen Stalker weg. Aber so ist er jetzt tot. Hätte mir jetzt nicht gedacht, dass wir das Spiel noch gewinnen, aber er hat selber keine scheinbar guten Karten gezogen. Ja, Spiel Nummer 3, bis gleich. So, da sind wir wieder. Vierke Gebirge, Schatzkarte, Hützoldrache. Schaut doch schon mal gut aus. Tschakka. Chandala, Fackel des Widerstands. Auch nicht schlecht. Okay, hier haben wir jetzt wieder was gegen Artefakte. Da. Und die Bürger, das nehmen wir doch. Okay, hier haben wir schon das erste Artefakt. Schnappt sich hier eine Insel. Nächsten Zug haben wir 4. Spielen wir. Wir blocken nicht. Dann spielen wir auf jeden Fall Chandara. What? My hair is on fire? I know. Yup. You're going down. Nutzen das Mana hier für die Schatzkarte. Oh ja, nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Nicht angreifen. Au. Jetzt warte mal, er hat jetzt 5 Leben. Wir könnten, das machen wir jetzt auch, -3, dann können wir ihm hier 4 Schaden zufügen. Aber dann wird er zerstört, weil ich nichts zum Blocken habe. +1 nehmen, dann hätte ich 7.
Dann könnte ich ihn hier spielen. Und ihn hier. Nee, machen wir das. Wir holen uns jetzt hier das Mana. Stärken ihn. Spielen ihn als nächstes. Jetzt zwei Planeswalker ausliegen. I fight with a dragon's rage. Und holen uns jetzt hier zwei Manas. I summon you. Rot. Und spielen dann den Drachen. Jetzt muss er entweder eine Kreatur zerstören oder er nimmt die 5 Schaden auf sich, genau. Und jetzt können wir sogar noch die Schatzkarte schauen. Ja, haben wir gleich den nächsten Drachen. Und sogar jetzt noch hier unsere 3 Artefakte. Läuft bis jetzt ganz gut, das Match. Ja, können wir jetzt nichts machen. Das ist doof. Zum Drache im Exil. Ein Planeswalker. Wir haben 6 Leben hier. Bam, 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 bam. Okay. Also, er kostet uns 8. 5. 8. Ihn hier würde ich auch gern zerstören. Es ist erstes Mal. Ja, wir spielen jetzt in hier. Ja, die wollen wir bezahlen. Damit finde ich mir nämlich jetzt einmal. Genau. Und jetzt finde ich noch ihn hier. Und schon schaut es wieder ein bisschen besser aus. Zweites Mal auf der Hand. Oh, today's my lucky day. Das ist natürlich das Problem, dass wir keine Karten mehr haben. Das ist gerade unser größtes Problem. Zerstört jetzt unseren Drachen. Okay. Wir müssten jetzt unbedingt kein Gebirge ziehen. Jetzt zeigen wir mal 2. Kämpfe nicht.
Jetzt wäre natürlich ein mächtiger Drache entweder recht. Oder unser Artefakt, dass wir Karten ziehen können. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das Blöde ist jetzt, wenn ich jetzt hier... Können wir natürlich auch das machen. Schicke die obersten Karte deine Bibliothek ins Exil. Du kannst diese Karte wirken. Falls du es nicht tust, füge keiner. Okay. Machen wir das doch. Oh, today's my lucky day. Oh, die wirklich lieber. Inklusive Bonus. Okay, was ist jetzt? Ich will angreifen. Kann ich. Was ist jetzt los? Was soll ich tun nach jetzt Kampf, okay? Ja, wir greifen jetzt an, würde ich sagen, weil jetzt haben wir genügend zum Verteidigen. Das wollen wir auch. Ja. Kann mich zwar hier leicht blocken, aber... Der muss jetzt weg. Der kommt jetzt auch gleich weg. Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Nur mit einem an, weil die anderen zwei müssen verteidigen. Und er gibt auf. Ja, lief ganz gut, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir noch hier einen Haufen Belohnungen. Jetzt können wir uns wieder zwei Booster Packs kaufen. Und ich muss sagen, ich habe immer keine Ahnung, welche Booster Packs das ich mir letztendlich kaufen soll. Ich nehme immer, also Hauptset kaufe ich mir aktuell nicht, weil die bekomme ich ja oft durch die Belohnungen. Deswegen total gemischt aktuell. Machen
mal die zwei auf. Ah ja, das kennen wir ja. Den kennen wir noch nicht. Eine Katze. Mhm. Zwei Energie. Okay, wollte ein Schau aufbaut. Okay, das ist für ein Artefakt rotes Deck. Okay, auch nicht schlecht. Gut. Nächstes Booster. Das ist auch nicht coole Karte, finde ich. Ja, kostet beim Wirken für jeden Spontanzauber und Hexerei in deinem Friedhof eins weniger. Hm? Hm, auch nicht schlecht. Das ist, finde ich, auch ein geiler... Geile Verzauberung, der Fluch. Die du kontrollierst. Immer wenn ein Musterspiel an Stärke angreift, dann finde ich einen. Okay. Hm. Oh, die gleißende Sonne fügt jeder Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Jeder. Hm. Wäre für unser Drachendeck gar nicht so schlecht. Muss ich mal überlegen, ob man die irgendwie einbauen kann. Mal gucken. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Drachendeck muss jetzt noch auf jeden Fall in einem Punkt optimiert werden, dass die eine Karte raus muss. Und, aber es muss ein Artefakt rein dafür. Am besten irgendwie, dass wir Karten ziehen können. Das ist immer noch das größte Problem an dem Deck. Vielleicht nehmen wir dafür noch einen Planeswalker rein. Mal schauen. Ich spekuliere schon wieder, ihr merkt es, und beim Spekulieren braucht ihr nicht dabei sein. Bis bald. Für euch, servus, euer Dr. Wü.